Die Runden wiederholen sich. Und werden nur mehr. Ja. Ja gut, ich meine, wenn das so ein Endlos-Modus ist, wie ich vermute. Gehen wir wieder auf die Kampfläufer, weil ich habe den ja doch verdammt gut Schaden gedrückt. Vor allem, ich versuche noch nicht. Ich habe diese ultralangsame Plasmakugel, dieses Snipergewehr als Zweitschuss aussendet, noch nicht ganz verstanden. Vielleicht ist es so eine Haft praktisch. Nee. Das ist eine ganz langsame Kugel, die auch so eine Explosion macht, aber ich. Das macht so Elektro-Explosion. Ich weiß nicht, ob die den Viechern wirklich schadet oder nicht. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Ja, müsste sie wohl, ne? Das andere wäre unlogisch. Da hier. Nein! Ah! Hoppla. Ich lebe noch! Gut. Ich nicht mehr. Also jetzt wieder. Aber ich lebte eben nicht. Ich lebte nicht für den Moment. Ich schieß da mal von unten durch die Plattform durch, ne? Ja, tue das. Und ich gehe hier so auf den Gleisen. Okay, ich bring mich um. Es hat keinen Sinn von unten. Auch wenn ich von unten Schaden machen konnte. Es hat keinen Sinn. Ui, bei euch ist ja echt einiges los. Ja, das liegt daran, dass ich mich durch die Gegend gebackt habe. Was denn sowas? Oh mein Gott, macht das gut Schaden an den Viechern. Wow. Das war cool. Ja. Ja, hä. Vor allem macht die nur halb so viel Schaden, mehr oder weniger, weil ich ja die Gegenüberstellung drin habe. Dafür kann ich halt mehr Schüsse machen. Ach ja. Diese Viecher kommen auch einmal. Ja, aber die sind ja selbst erledigt, wirklich. Oh, da ist was zu. Nee. Nee, nö. Alles gut. Hydrajäger aktiviert. Das habe ich jetzt auch. Nee, das ist wellenmäßig. Ja, sind anscheinend, was weiß ich, was das ist. Vielleicht ist es irgendwie Bonuszeug. Vielleicht sind das schlicht und ergreifend die Schiffe, die evakuieren. Ja, gut, aber Monsterzähme oder was das war, Hydrajäger sind sehr komische Namen für Evakuationsschiffe. Evakuierungsschiffe, so rum. Keine. Markus, wo bist du da hinten wieder? Nein, nein, gib mir nix. Nein! Scheiße. Ich wollte mich jetzt runterspecken. Oh, zwei Wellen noch, dann haben wir es geschafft. Are you okay? Gott sei Dank. Ja, wollte gerade sagen. Was? Max hat ineffizient gebaut, gerade kurzzeitig. Ineffizient. Ich und ineffizient. Markus hat vor allem auch noch Punkte, die er noch nicht vergeben hat und die er noch nicht dahin gepackt hat, wo sie hingehören. Weil ich noch am Bauen bin. Ich gehe auf die Kampfläufer. Oh, jetzt doch, okay. Ja, auf das Schwamm. Auf SpongeBob. Ja, es sind nur vier Schwämme und es sind zwei Kampfläufer. Die Kampfläufer waren eigentlich immer mein Gebiet. Oder nicht? Und wir sind bei 92. Also, letztes Jahr nicht wolltest. Du kannst sie gerne übernehmen, wenn du unbedingt willst. Nein,
Ist gut. Mich wunderte es nur, dass du auf einmal so einen Sinneswandel hattest. Ich hab keinen Bock auf die 20 Krieger, ich sag's dir so. Okay. Übrigens Flieger von zwei Rücken. Soll ich irgendwas gegen das zweite Dings austauschen? Weil das sind dann doch insgesamt 42 Flieger. Wäre nicht schlecht, gerade eben war es schon knapp. Sind schon ein paar echt nah gekommen. Ich sag's ungern, aber der Drohnenturm macht am wenigsten Schaden. Macht der? Ja, hauen wir raus. Orchester. Okay, letzte Welle hat der die Gatling am wenigsten Schaden gemacht, aber. Ja. Also ja, sowohl Drohnenturm als auch Gatling hat ein Problem mit den schweren Kampfläufern. Doch. Die wir jetzt ja nur zweifach haben. Sagt mir einfach, was ich rausnehmen soll. Ich möchte noch eine weitere Flak platzieren zur Sicherheit. Nimm die Gatling. Ja. Die ist echt scheiße. Und gibt gerade genug Punkte, ja. Ja, Gatling hat am wenigsten Gesamtschaden. Der Drohnenturm hat 5000 weniger, aber wurde erst viel, viel später platziert. Eben. Gatling. Stimmt auch wieder, ja. So, das war gut. Hast du genügend Geld gehabt? Was? Hast du genügend Geld gehabt für ein... Naja. Jo, passt. Die, die Flak ist verdammt billig, weil die nur begrenzte Nutzen hat. Ja, stimmt. Das ist ja jeweils nur 100. Die Flak kostet zum vollen Upgraden insgesamt 300 Punkte. Meine ich ja. Ja, ich weiß nicht, ich wollte. Ja, ich wollte nochmal gesagt haben. Ich denke, man kann schon selber rechnen, danke. Nein. Dann erklär's nicht nochmal. Ich hab mit dem 100 zuerst das gesagt. Dann kannst du bist 300 schuld. Zusammen. Nein, bin ich nicht. Immer zweimal mehr wie du. Kindergarten. Das wollte ich damit anspielen. Gummimauer. Ach, geile Zeiten. Gummimauer. Und es hat halt funktioniert. Ja, damit hattest du dann keine Einwände mehr. Ja. Es war so viel einfacher damals, ja. Ja, stimmt. Warum kann man das nicht im Wachsenleben auch machen? Das ist zu einfach, ja. Ach, komm. Hallo, ich... Herr Detlefsen, ich bin mit Ihren Arbeit Gummimauer. Ja, das wäre doch toll. Na, ich weiß nicht. So, irgendwie beim Schulleiter so. Ja, ihre schulischen Noten sind eigentlich zu schlecht. Sie müssten eigentlich jetzt. Ich müsste jetzt ihre Eltern an Gummimau. Okay, dann werden sie eben nicht verwiesen. Ja. Alter, also die schweren Kampfläufer, ne? Also hier leben sie. Meine ich nicht, ich meine die. Schlägertyp. Schlägertyp, ja. Die machen so viel mehr Schaden als sonst, zumindest gefühlt. Huch! Würde ich von Sporen projektieren. Das ist mal noch nicht passiert. Nee. Aber die Zone ist echt gut, da ist bis jetzt noch kein Vieh durch. Ja. Durch Alpen geboren. Schade ist halt einfach, dass die meisten Türme so unglaublich leise sind. Die Raketentürme, die müssen eigentlich viel lauter sein. Ja, genau. So wie die ACP. Zum Beispiel, das ist mir auch sehr passiert. Und auch die Kamera zum Ruckeln bringen und riesengroße Partikeleffekte, damit man überhaupt nichts mehr sieht. Ja, hallo? So ein Javelin oder so ein Alpha-Raketen? Ja, die haben schon einiges. Das wäre echt gut, ja. Das Beste ist, ich bin mit der Waffe eine eigene Flak einfach. Aha. Und haben wir einen Boss? Nein. Nope. Seh keinen. Wir haben keinen Boss? Also, jetzt bin ich schon ein bisschen enttäuscht.
Ich hab mir da schon erwartet, dass wir jetzt alle Bosse auf einmal haben. Na. Schwach. Ganz schwach. Markus, wo bist du? These will work nicely. Da. Danke. Kein Bock zu laufen. Ja, ja. Und so faul ist die Armband zu visieren, ja? Also, dann ist es schon weit gekommen. 108%. So, nice. Noch mehr. So, ja, ey. Du upgradest die Flak gerade. Nein, tue ich nicht. 116. Ich bin auch dumm. Klar verändert sich der Schaden der Flak, wenn man die Armband ändert. Nö. So, ein Hobo-Honk. So. Was war? Alles ja. Gut. Genau. Letzte Welle. Möglicherweise. Genießen wir es. Genoss! Ah, Raketen! Rot, Genoss! Ah! Haben wir Heiler? Ich glaube, wir haben Heiler, ne? Ja, haben wir. Ja, ist Mist, ne? Na, es geht schon. Todesrad wird wahrscheinlich so verschoben sein. Ein Heiler ist da und so. Die fallen einfach die ganzen Fliegerleichen durch die Rücken durch. Geisten wäre es, wenn die alle noch Leichenexplosionen hätten. Mhm. Da haben sie sogar. Ja, wenn du es abschießt, ne? Wo ist das da? Aber tut alles. So grausam. War die ATP? Ja. Ich hätte es mal dran. Das ist fast unangekastet gewesen, aber ja. Kritisch. Cool, man, dann hat Simon auch hier vergessen gehabt, also von daher. Immer in den Roffel. Nebenbei sieht man diese blauen Strahlen wirklich so stark überall, wie ich schieße? Ja. Cool.
Einen Schuss habe ich noch. Da hinten, auf der Langen, ist noch ein Schwamm. Oh. Hier kommt. Warte. Ein eigener Schwamm sozusagen. Hm. Oh, noch was? Nö. Ach, da unten. Ja, Ende, ne? Juhu. Wohl doch nicht. Nö, es ist Endlos-Modus, von daher. Machen wir noch weiter? Ich denke schon, ne? Ja, aber kommen da nicht irgendwann Credits? Wahrscheinlich, wenn wir verlieren und jetzt, da wir mehr als 10 haben. Der ist halt noch extra Leute gerettet. Warte kurz, bevor du das machst. Was denn? Ich will kurz nachschauen, ob das wirklich so ist. Ich muss aber sagen, das ist wirklich eine sehr leichte Runde jetzt hier. Hat nicht vorgehabt zu verlieren, muss ich sagen. Dieser Block steht da recht unnötig, eigentlich. Ich meine, warum haben wir hier alles doppelt? Es kommen noch gar keine Springer. Andererseits kann man ja auch noch anders einsetzen. Perfekt. Also. Das sehen so gut aus. Yes. Assertion. Yes. Assertion. Aber die Welle ist gerade wirklich so leicht, die können wir ruhig noch machen, oder? Ja, gerne noch ein bisschen weiter, ne? Ja, warte. Nicht mehr allzu viel weiter, wenn ich auf die Uhr gucke. Och ja. Weil es jetzt auch nicht. Ist noch Zeit eben. Nicht für mich. Och ja. Ist nicht so, als wäre das nicht eh ungefähr so deine Zeit mit der Woche. Nein. Wie ist so spät erst pennen? Ist es halt noch Nein. drauf, doch. Ist schon drauf und dafür musst du dann nicht. Der hat früher aufstehen. Weil es geht darum, dass ich wieder um eine bestimmte Uhrzeit etwas tun will. Meine Güte. Ach so, ja, das wird aber wahrscheinlich nicht vor 8 sein. Und nachdenken? Es ist spätestens um 3, warum? Ich denke, zeitlich dürfte es reichen, dass wir ungefähr bis 2 Uhr weitermachen. Ich denke, dass Markus einfach mal fertig machen sollte. Die Diskussion regt mich auf und ist nervig und sinnlos. Okay. Ich spiele auf jeden Fall irgendwas von Wedle 26. Ja, weil jemand bis dahin gespielt hat. Dann weißt du endet. Dann machen wir noch was Wedle 26, ne? Nein. Oder zumindest so weit wie es geht. Ja, da steht. Bis Welle 26, während alle 5 Dinger da aktiviert sind. Kraft irgendwas. Ja, das ist wahrscheinlich ihr Rekord. Nee, das ist um zu gewinnen bis Wave 26. Auf keinen Fall. Es wurde gesagt bis 10. Und Kraft kann man um und auch nicht dran. Also. Wir machen einfach so lange wie geht. Punkt aus. Ja, dann reicht es jetzt eigentlich nach der Welle. Cool. Ich mach mal nichts. Hier hat man eine schöne Aussicht. Faule Sau. Komm, bei der Map ist es bei der Welle ist es unnötig, das zu machen. Also hier scheinen irgendwo Mutatoren gewesen zu sein, weil die Läufer alle plus sind. Mhm. Alles ist plus, das ist jetzt Ah, okay. Nicht zu easy. Läuft. So viel zu, die Welle ist einfach.
Ich meine, solange es nur einfach plus ist, ist er eigentlich noch fast einfach. Aber wenn jetzt schon plus Leute kommen, wird das wohl heißen, dass wir das Spiel durch haben. Jo. Hm? Ja, stimmt. Wenn die automatisch plus sind, ja. Dann ist der Rechte. Vielleicht den sich treffen. Mach ich nicht mehr. This is what a winner looks like. Warum habe ich jetzt 5 Achievements gekriegt, obwohl ich 2-3 Mal in die Masse reingeballert habe? Weiß ich nicht. Was hast du nur gekriegt? Ja, Meisterschütze und unnahbar und keine Ahnung. Also, ja. Kurz Zeit. Ich glaube, Meisterschütze ist einfach der, der am meisten Volltreffer landet. Ja. Also im Vergleich zu Schüssen, oder? Keine Ahnung. Nee, pump mal die Anpassung. Ich habe eigentlich keinen einzigen getroffen. Markus? Ja. Hm? Das sind vielleicht 2 Grad gewesen. Ja, aber dann müsste ich genauer zielen. Och ja. Ja. Okay, let's go.